zu, es geht weiter hier bei unserer Rundreise in Hongkong. Ja, wir sind hier mit der längsten Rolltreppe der Welt unterwegs im Soho-Viertel. Hier ist also alles ein bisschen europäischer angehaucht. Italiener, dann noch viele britische Läden, Cafés. So, hier hat man einen guten Blick auf diese Rolltreppe, die ist überdacht, also wenn es dann regnet, kein Problem, kann man die natürlich dann auch schön verwenden. Hier zum Beispiel Italian Restaurant and Tapas Bar. Sole Mio, ja, also europäisch das Ganze. Hier natürlich im Häuserdschungel von Hongkong. Und hier ist wieder neu und alt nebeneinander. Und wir gehen mal weiter nach oben. So, wir sind oben am Peak angelangt in Hongkong. Ja, Hongkongs Gipfel. Und haben hier diesen Wahnsinnsblick. Wir sind hier auf der Insel Hongkong und gestern waren wir hier gegenüber. Das ist da drüben das Festland Hongkong. Ja, das sind Häuserschluchten, die Stadt mit den meisten Wolkenkratzern. Von hier kann man das richtig super erkennen. Ja, hier oben ist ganz schön was los. Ja, windig ist es hier auch natürlich. Das bleibt nicht aus, wenn man so weit oben ist. So, und das hier ist die andere Seite vom Peak. Ja, hier hat man Blick auf die ganzen kleinen Inseln. Ja, das ist schon eine andere Welt hier. So. Aber heute richtig Glück mit dem Wetter. Die letzten Tage waren nicht so toll. Aber heute haben wir es jetzt gut erwischt. So, wir sind zurück vom Peak und wieder in der Innenstadt. Hier nochmal ein paar Blicke zu den Hochhäusern. Ja, sehr hoch. Und hier haben wir auch die Spiegelung von dem anderen da drin. Ja, das ist schon hammermäßig. Ich meine, ich komme aus Frankfurt. Frankfurt Innenstadt, das sogenannte Manhattan. Sieht ja so ähnlich aus, aber nicht ganz so viel.
Ja, und dieses hier, das sieht ganz besonders aus. Ja, ich finde so hohe Häuser schön, ist nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt's. Und je mehr Spiegel und Stahl, desto besser. Spiegelglas und Stahl, das gehört zu solchen Häusern dazu. Hier werden gerade die Fenster geputzt. Ja, auch das muss sein. Ja, und hier der alltägliche Berufsverkehr. Wir hatten ja einen ganz netten Taxifahrer. Hier haben wir zum Beispiel Mercedes, der hat zwei Nummernschilder. Ich zeige euch das mal. Und zwar, ja, China ist nicht gleich China. Hongkong ist nicht gleich China. Nein, wer dieses zweite Nummernschild hat, das schwarze, der darf auch in China fahren. Ansonsten dürfen die anderen Nummernschilder nur hier in Hongkong fahren. Ja, ein Rolls. Also zwei Nummernschilder. Auf dem hier steht sogar nur Win-Win. Mhm. Man kann sich hier auch seine eigene Nummer zusammenbasteln, denke ich mal. So, hier sind wir am Hafen in Hongkong und hier haben wir ein Riesenrad, das haben wir ja gestern schon beleuchtet gesehen. Ja, wird was für die Jugend, für die Kinder geboten. Fotosessions überall. Und hier ein Karussell, ein altes. Vor der Skyline von Hongkong. Hier ist der Dino Park aufgebaut. Jurassic Park. Ja, für klein und groß was dabei. Ja, das ist der Aya Vitality Park, so nennt sich das hier. Große Herzen stehen hier überall. Und natürlich gibt es auch Eis, klar, sowas darf nicht fehlen, vor allem bei so einem schönen Wetter. Hier nochmal ein Blick hoch zu dem Riesenrad. Ja,